eins, was ich mir genommen. Die Liebe einer Göttin spür. Schau in meine Augen, ich sehe mich so sehr. Schau in meine Augen, ich sehe mich so sehr. Schau in meine Augen, Kindern ein Gesicht und sterblich schön und voller Unschuld.
wünschen doch das Rechte ihm noch nicht. Er wolle tanzen, auch mächtig machen, gleich die Tanz seiner Zeit. Da strahl er ihnen auf die Blut, das Feuer in der Dunkelheit. Der Götter, Vater, warnt erzügend auf solche Geister, Umständen. Wir haben es eins geschrieben, nur für euch, ein Lied von uns, für die hart arbeitende Gesellschaft. Kann man es poetischer ausdrücken, bestimmt, aber ich nicht. Für euch nun Traum und Wunsch.
selben Ort. Ist es an die Künste weg, in die Zeit zurückgestellt. Ihr werdet sehen, ob es versteht, nur wie ist es für uns. Wandeln nur deine Gedanken und du änderst diese Welt. Bye.
der Hammer schlägt nicht mehr. Wo sind all die Schätze hin? Ohne Leben, ohne Sinn. Verlassen. Von allen Seiten, ich bin es. Nur eine Schnur, ein dünner Schlauch, er hält mich wach, während ich tauch. Das dunkle Nass umgibt mich warm. Voll Neugier strecke ich die Arm. Bin doch schon viel zu lange wie dir. Ich fähre sofort zu dir. In meiner Nähe. Allein, kein Bilder mehr in meinem Geist. Ich
Vielen Dank. Wir haben heute Abend Unterstützung mit an Bord. Und zwar diesen wundervollen Merchandise als Fanartikelverkäufer. Er heißt Arne. Ein Riesenapplaus für Arne! Arne, du bist so knuffig. Du hast schon deine eigene Fanbase. Hört ihr das auf? Oh, was ist das denn? Was haben wir denn da Schönes? Es könnte ein T-Shirt sein. Oh, was steht da drauf? Reliquie, ich fass es nicht. Ich bin überzeugt. Was kostet sowas? 15 Euro. Was? Das kostet nur 15 Euro? 1000! Meiner Treu, das ist ja geschenkt! Ja, wenn ihr noch eine Tüte dazu haben wollt, die haben so eine schöne Tüte heute. Nein, jetzt erzähl noch, die werden sogar Fairtrade. Die sind sogar Fairtrade? Meine Güte, ein Riesenapplaus für Arne! Das ist ja wirklich unglaublich. Nachdem wir jetzt ein bisschen gute Stimmung, alleine schon durch die Anwesenheit von Arne, sehr viel gute Stimmung gehabt haben hier an Bord. Ja, Zwischenruf davon ruhig mal zulassen. Das ist. Arne, du bist so ein wundervoller. Ja. Jetzt darfst du auch gehen. Tschüss. So, jetzt ziehen wir die Stimmung erstmal wieder ein bisschen runter. Und zwar mit einer Songreihe, die wir Arno dazu mal 2011 und 2013 geschrieben haben. Unsere Teiche. Sie sah in seine Augen, im Schein des Mondes fast wie Schwarz. Er lächelte sie an, gab ihr seinen größten Schatz. Ihre Zahn in diese Kette, sie soll dein Schutz sein immer vor. Und zeigen, meine Liebe ist bei dir an jedem Ort. Da der Teich, das Wasser spiegelt ihr Gesicht. Er hatte sie umgarnt, doch all sein Wehr benutzte nicht. Verlangen ungestillt, sie sagt für ihn, sie brauche Zeit. Hat so viel bei ihm vergangen, und er fasste ihn, ihr auf alles Leid. Sich langsam nahte dir
und abergläubig, feig und dumm, bekreuzte sich vor ihr. Ich weiß, ich liebe von seinem Leid. Und in mir schwächst du mein Feind. Ich weiß, ich liebe, mein Leid wirst du.
einsam wie sein Leben lang, bleibt der Bettler dort in dem Gestank. Er sehnte der sich lang den Tod, so hat er doch kein Gnadenbrot. Sei mir willkommen, alter Freund, nahm der Tod ihn an die Hand. Endlich erfüllt des Bettlers Wunsch, dass er ein besseres Dasein fand. Hast an dein Ende stets gedacht, dir aus Reichtum nichts gemacht, aus Demütig im tiefsten Tal, und ich war bei dir überall. Also ist dein Sterben nur gerecht, was deines eigenen Lebens Knecht. Die Münze der Wahl, sie lügt nicht, dies ist ihr anderes Gesicht.
Ich muss euch leider eine sehr enttäuschende Nachricht überbringen, denn unser Konzert neigt sich leider schon dem Ende entgegen. Ich sehe Leute entgeistert auf ihre Uhren starren und das ist auch vollkommen verständlich. Dennoch, es gibt noch einen allerletzten Song und ich mache eine kurze und definitiv stichhaltige Umfrage. Wer von euch kennt unser Lied Sisyphos? An der Hand hoch. Zu wenig. Ihr müsst drei Worte mitschreien und zwar treibt mich voran. Kriegt ihr das hin? Oh Gott. Ihr kriegt das hin oder kriegt ihr das nicht hin? Treibt mich voran. Kriegt ihr das hin? Damit das auch tatsächlich klappt, üben wir das einmal kurz spontan vorher. Ich gebe mich an, kämpfe weiter, denn das Ziel war so unerreichbar. Meine Kraft geht zu Neige, doch mein Wille und ihr treibt mich voran. Fantastisch, unser Sisyphos. Tschüss, macht's gut!
Publikum entscheiden lässt. Ne? Also könnt ihr noch ein wenig? Ja! Auf jeden Fall! Wir auch. Wir sind ja auch erst seit 12 Uhr hier. Mittags. Wir sind gerade wach geworden, also geht's jetzt richtig los. Wir haben euch ein Lied mitgebracht aus der fernen Mongolei. Auf Mongolisch gesungen und ihr müsst mitmachen. Ein mongolisches Wort schreien. Und zwar hört genau zu. Hey. Und das ist nicht, das bedeutet auf Mongolisch so viel wie, hey. Genau. Und um es euch leichter zu machen, heben wir unsere dämlichen Hände in den Himmel und dann macht ihr. Super, ihr seid so intelligent, aber ihr seid ja auch die Elite. Sonst wärt ihr nicht hier. So, okay. Was? Hände in den Himmel und jemand? Also, Hände in den Himmel. Das könnte ein bisschen schöner werden, wenn ihr Hände in den Himmel und jemand. So. Das funktioniert auf jeden Fall zuverlässig und die Geschwindigkeit braucht ihr gleich auf jeden Fall mindestens. Oh,
turn up your heart on me. And I'm talking to myself at night, I have a cigarette. Serve it to you.
dahin kriegen wir mit euch.